Wenn ihr wissen wollt, warum wir so dreckig sind, dann bleibt dabei! Tachchen, Leute! Tachchen! Heute geht's wieder weiter. Anni, womit denn? Wir haben, glaube ich, im letzten Video auch gesagt, was wir machen. Wir wollen da hinten, zeigen wir euch gleich, so eine Art Grubenhaus 2.0 dahin zimmern. Einfach für Feuerholz und für Ausrüstung und vielleicht aber auch einen Gästeschlafplatz. In diesem Sinne, frisch ran ans Werk. So, dann kommt mal mit. Und zwar hatten wir uns ja letztes Mal schon gedacht, dass das hier hinkommt. Den Grundriss haben wir jetzt gelegt. Mal gucken, ob wir es ein bisschen kleiner machen oder ein bisschen größer. Ne, war, Gerrit? Ja, auf jeden Fall buddeln wir jetzt erstmal hier tief rein und dann werden wir hier 4 Stangen hinstellen und ein Schrägdach hinzimmern. Und das alles ein bisschen auskleiden. Es wird fantastisch. So, meine Damen und Herren, es folgt der erste Spatenstich. Quasi das Legen des Grundsteins. Seien Sie live dabei. Spektakulär. Und jetzt, weil wir es so gerne machen, buddeln wir jetzt mal wieder. Das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. Buddeln! Das ist quasi die Grenze, wieder abstechen. Ja. Ja, das stechen gesagt. Also bis wohin steche ich denn ab jetzt hier? Bis hier, wa? Wir haben gesagt, ein bisschen kürzer, genau, als es eigentlich ist. Na, Andi, kleine Vietnam-Fleisch weg vom Graben? Alter Schwede. Graben ist super. Ich weiß gar nicht, was Gerrit hier macht. Ich grab so vor mich hin, guck nach hinten. Gerrit hat schon übelst den kleinen Bunker hier ausgehoben. Alter. Ja, da muss ja vorangehen hier, Andi. Haben wir nicht den ganzen Tag Zeit? Wir wollen ja noch was bauen. Ja, muss ja. Einmal der Zwischenstand für euch. Es ist immer noch anstrengend. Guckt euch Andi an. Der macht schon wieder Pause, der faule Sack. Ist jetzt total überbelichtet. Ich mach ihn mal. Alter Schwede. Oh nein, ich bin schräg gekommen. Musst du noch mehr wegmachen, oder? Ich weiß nicht, Andi, musst du? Nee, nee, passt schon. Ey, irgendwie ist der Boden hier lehmhaltig. So, Freunde, der Andi buddelt da gerade fleißig im Hintergrund. Und wir sind jetzt circa wie tief? Tief. Tief. Ja, tief. Warte nicht. Überschätzt. Ein Meter ist es noch nicht, oder? Einen halben Meter haben wir jetzt, glaube ich, schon. Ja, wir wollen ungefähr auf einen Meter runter. Und dann ist ja der Plan, dass wir die Seitenwände mit Hölzern quasi erstmal dicht machen. Und dann wird die Erde, die wir noch zusätzlich ausgehoben haben, seitlich rangelegt. Sodass es dann halt noch ein bisschen mehr Höhe hat, in Anführungszeichen. Also dass es circa 1,5 Meter dann hoch ist. Müssen wir mal schauen. So, Gerrit. Kleiner Zwischenstand. Genug gequatscht, komm her hier. Scheiße, er merkt, dass ich mich drücke. Freunde, wir posten auch immer ganz fleißig Bildchen auf Instagram. Also schön in unserer Videobeschreibung gucken, da steht nämlich unser Instagram-Account da. Da könnt ihr raufklicken und dann uns angucken. Hallo, Gerrit. Hallo. Warum machen wir so eine Scheiße eigentlich immer wieder? Weil's geil ist. Was treibt uns dazu, solche Löcher zu buddeln? Alter. Voll gut, ey. Ich krank, ey. Warte mal, ich will mal ins ganz Tiefe. Ja, nice. Ein bisschen noch, dann ist gut. Ja, das Zeug da muss noch weg. Bin leicht dreckig. Leicht. Andi ist der größte Dreckspatz überhaupt. Guckt euch das mal an. Alter Schwede, ey. Hier, die ganze Hose. Alles hab voll. Gut Gas gegeben noch, ey. Ja. Andi ist sowieso voll die Maschine, ey. Ja. Voll die Buddelmaschine. Buddelmaschine. Man nennt ihn auch ab jetzt den Bagger. Hashtag Bagger in die Kommentare. Bim, bim, bim. Also ein bisschen noch buddeln, dann sind wir endlich fertig. Das Loch ist fertig. Voll gut, ey. Haben wir ein kleines Päuschen gemacht, weil es echt anstrengend ist. Aber wir sind fertig. Und jetzt graben wir die 4 Löcher, damit wir die Stämme reinmachen können. Und das Schrägdach hinzaubern können. Also wie tief? Na, circa eine Spatentiefe, wa? Eins, zwei, 3 und 4. Yes, und ein Andi. Jetzt kommen die Stämme. Ne, die müssen wir noch entasten und dann kommen die hier rein. Freunde?
jetzt wird wieder ein Astet. Obacht! Gott! Der Wahnsinn setzt schon wieder ein durch Überanstrengung. Ja, wirklich, ey. Nur buddeln hier. Aber es ist ja schön, dass wir hier immer noch lachen können. Gibt auch andere Momente. Haja! Holz wird immer gebraucht, Anni. So. Eins, zwei, drei, vier, die Stämme stehen. Und was jetzt? Jetzt wird das alles voll gebuddelt, also die Löcher, dann... Nee, Quatsch, ich erzähle vollkommen den Schwachsinn. Jetzt leveln wir nämlich erstmal die Sache aus. Wir legen da jetzt ein Stämmchen drüber und gucken, dass das gerade ist. Dasselbe machen wir hier vorne. Und dann wird es zugebuddelt. Und genau. Dann kommen die Seitenwände. Geil, also let's go. Der Balken muss ja an die Ecke mehr, oder? Bei dir. Ne, geht ja nicht, offensichtlicherweise. So, ist es jetzt... Ja, ist es so gerade? So könnte ich es machen. Ist es gerade oder nicht? Ja, kann ich von hier sehr gut beurteilen. Ja, hier woanders hin. Der Ton wird rauer. Okay, hast du? Ja. Hast du, Kleiner? Hast du? Ich hab's eigentlich gerade auch schon, ja. Oh, ja. Rechts ist höher, also da, wo du stehst. Gut. Da muss Mühe raus und dann passt es. Okay. Falls ihr den Eindruck haben solltet, dass André die ganze Arbeit heute macht, stimmt das? Nein, Mann, wir machen das beide sehr gut. Einer muss ja filmen, ne? Das bin halt leider ich. Oh, herrlich. Ich bin gerade so schön drin heute irgendwie, deswegen. Ja. Ist auch nicht. Man merkt Anni an, dass er Urlaub hat. Da richtig Bock drauf. Da richtig Bock drauf. Ja, seht ihr, ne? Also, es ist halt alles auch immer ein bisschen mit Motivation verbunden. Also so ein Lager baut sich halt auch nicht von allein und ist Arbeit. Alter, wie geil sieht das aus? Echt, ist schon. Nein, wie geil sieht ja, das aus? Ja, ist boah, Hammer, Anni. Gut. Ja, das Ganze jetzt noch viermal, ne? Ne, dreimal. Stimmt. Du Fuchs. Jetzt müssen natürlich wieder Querstangen drüber, weil wir ganz, ganz viele Holzstämmchen für als Dach oben drauflegen wollen. Dafür, wie immer, einmal hier unten ansetzen, grob ansägen, auf der anderen Seite dasselbe. Das mache ich jetzt gleich noch da drüben und dann werden die Mulden rausgesägt. Circa die Hälfte einsägen, ne? Genau. Das machen wir jetzt dreimal. Die Nuten sind jetzt draußen, jetzt säge ich hier noch so ein paar Rifflungen ein, damit ich quasi die Schnur da ordentlich drin versenken kann, dass sie nicht so hin und her rutscht. So, und jetzt wird hier wieder alles ultra mega krass doll verknotet. Zugetüdelt. Tüdeldüdeldü. Wer weiß übrigens von euch, wo das Tüdeln herkommt? Es gibt da so eine Filmreihe. Wer kann mir die nennen? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mal rein, woher das Tüdeln kommt. Damit ihr jetzt mal eine kleine Relation bekommt, wie tief das Ding hier eigentlich ist. Also ich stehe jetzt hier auf dem Hügel neben dem Gestell und Andi ist in der Grube drinne. Ja, also richtig krass. Wird auf jeden Fall. Wir haben jetzt die Gestelle fertig und was passiert jetzt? Haben wir schon erwähnt, dass es tiefer geworden ist, als wir eigentlich wollten? Wie immer. Hoppala. Okay, was passiert jetzt? Gerrit wird mal gleich dahin schwenken, da sind nämlich ganz schön viele Stämmchen, die wir gerade gesammelt haben. Die müssen wir noch entasten und dann tafeln wir die Seiten. Also hier links, rechts, Mitte bis oben, dann klemmt sich das alles von selber irgendwie. Und dann kommt das Dach wahrscheinlich. Mal schauen, ob wir das heute alles noch schaffen. Ja, das ist ein bisschen kritisch. Vielleicht wird es ein Zweiteiler, wir kündigen es schon mal an, vielleicht aber auch nicht. Wenn das Video ab jetzt noch 10 Minuten geht, dann wird es kein Zweiter. ich habe hier ganz viel Holz. Das hat Anni gesammelt, das war sehr nett von ihm. Als ich hier getüdelt habe, also muss man echt sagen. Und ja. Jetzt werden wir erstmal ein Aufmaß nehmen, schauen, wie lang wir da die Stängchen brauchen, die dann zurechtsägen und dann wird gestapelt. Das reicht, oder? Erstmal. Das ist natürlich eine schöne Wand hier. Ey, das sieht so cool aus, Mann. Sehr schön, ich freue mich. So, und jetzt noch die Wand da und die da.
das ist eine Riesenlücke, warum sagt das eigentlich keiner? Hey, das ist eine Riesenlücke, warum sagt dir das keiner? Oh, ich brauche einen Stockwerk. Pech. Oh komm. Jetzt ist es zu spät. Kommst du an den kleinen da ran? Den brauche ich dir. Da komme ich aber nicht ran. Wie soll ich denn da rankommen, Anni? Wie stellst du dir vor? Go-Go Gadget oder was? Zieh mich zurück, Bobby! Bobby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Warum sind das jetzt nur 11? Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, sind nur 11. Warum sind es nur 11? Ja, das weiß ich doch nicht. Hast du mir hier einen geklaut? Unmöglich. Oh Mann! Nö, hab ich jetzt keinen Bock drauf. Ich mach nö. Doch, mach mal noch einen bitte. Nee, leg gar nicht ein. Nur weil du hier wieder fehlerhaft gearbeitet hast. So ihr Lieben. Jetzt wird noch die andere Seite vertäfelt und Anni gräbt hier schon mal den Eingang aus. Es ist so spät, wir müssen jetzt irgendwie parallel arbeiten, sonst wird das nichts mehr heute. Der Eingang wird der passt schon mal nicht. Der Eingang wird ziemlich riesig. Ich sag's euch. Oh Gott. Warum sind die schon alle wieder alle zu lang? Ja, ist auch noch einer. Das sind halt wirklich alle konstant zu lang. Das ist wieder richtig gute Arbeit hier. Oh, einer der passt. Mach ihn weg. Rüt. Das ist bestimmt eine Falle, wenn's passt. Vielleicht passt der ja noch. Das passt halt keiner mehr. Scheiße! Alter Schwede, ganze Menge geschafft. Hallo! Das Ding ist jetzt hier komplett ausgekleidet. Und Andi ist hier noch fleißig am Buddeln. Ja, sonst schaffen wir es nicht. Er muss jetzt quasi schon mal ein bisschen drauf loslabern. Indessen muss ich noch die Stufe reinzimmern, sonst schaffen wir es zeitlich nicht. Richtig, also deshalb sei leise und arbeite. Nee, Spaß beiseite. Was steht das nächste Mal an? Wir haben natürlich noch vor, dass wir hier ungefähr noch Stämme bis hier oben ziehen. Die kommen dann halt hier von außen ran und dann Erdmasse an die Seiten, dass es dann halt alles festgedrückt wird. Selbiges ist für hier, kommen auch noch Stämme hin und Erde dran. Und dann muss das ganze Ding natürlich noch abgedeckt werden und die Schräge wird dann noch ungefähr bis hier verbreitert. Also, was? Ja, ganze Menge noch zu tun. Und dann muss das ganze Teil natürlich auch noch abgedeckt werden. Das machen wir auch noch. Ey, aber guckt euch das mal an, da kannst du Klimmzüge dran machen. Richtig geil. Ist doch wieder ein bisschen mehr eskaliert als eigentlich geplant. Aber das kennt man ja von uns nicht anders. Das ist geil. Und ich Bock drauf. Anni schippt jetzt hier noch fertig. Und dann zeigen wir euch mal das Overall-Ergebnis im Detail. Oder? Ja. Hast du schon mit dem zweiten Teil erklärt? Gut, dass Anni mich noch darauf hinweist. Weißt du, ich muss hier arbeiten und aufpassen. Das ist ja, sehr gut. Das schaffen wir jetzt natürlich nicht mehr fertig zu bauen. Das heißt, wir haben es ja vorhin im Video schon angekündigt, so, wenn das Video länger als 10, 12 Minuten wird, dann gibt es auf jeden Fall einen zweiten Teil. Und es wird einen zweiten Teil geben. Wir haben es jetzt knapp 20 Uhr. Die restlichen Dreharbeiten und die Schräge werden jetzt locker noch bis 21 Uhr brauchen. Also, ja, gibt's einen zweiten Teil. Freut euch drauf, genau, wie das Ding dann fertig ist. Aber es ist halt schon so insane viel, was wir geschafft haben. Alter, ich meine, allein schon diese Grube war halt wieder so riesig. Ja. Gut, dann gibt's jetzt die Detailaufnahmen. Leute, wenn ihr euch vorstellen könnt, wie unsere Rücken sich jetzt anfühlen, nachdem wir den ganzen Tag gebuddelt haben, dann... Einmal Hashtag Hexenschuss in die Kommentare, Alter. Mein Rücken ist so ge... ihr wisst schon, ey. Bam, schreibt's in die Kommentare. Was wir nochmal sagen wollen. Wir kommen morgen direkt wieder her und machen das Ding fertig. Weil die Stufen, da kommen ja keine kleinen Viecher wieder raus und so. Aber die werden innerhalb von einer Nacht jetzt nicht sterben. Und richtig, wir werden so einen Holzstamm jetzt einfach über die Treppe nach unten legen. Also kann alles rauskrauchen, was da irgendwie reinkrabbelt. Also safe. Wir hoffen, dass euch der Lagerbau wieder gefallen hat und wir sehen uns nächstes Wochenende wieder, ne? Wie immer. Mit Teil 2! Ciao! Ciao. Es kippt! Oh Gott!
Okay, ich hab's alles. Hör auf, was machst du denn? Hä? Nee, der war nicht mehr gerade. Ja, ey, ich sehe mich, ey, ist mein Grab. Lebendig begraben Teil 2, ey. Falls ihr übrigens mal sehen wollt, wie lange Materialsuche dauert, können wir auch mal ein reines Video nur über die Materialsuche machen. Das ist dann einfach mal so ein Mittwochsvideo, ja? Das geht dann so wahrscheinlich 2-3 Stunden. Nein. So, Andi, was wird es, wenn es fertig ist? Er guckt einfach nur stumm. Ja, die Kamera läuft weiter. Was machst du jetzt eigentlich? Wow! Alter, fliegt ein riesen Brummer gegen meine Backe. Ey, er schreckt mich halt immer.